rüber. Geht gar nicht. Echt nicht? Scheiße. Kann aber jetzt mit dem, du kannst nur mit dem Braun. So, Zuschauer. Mit Spinnenauge. Das erzähle ich jetzt ganz im Geheimen. Dominik ist ein richtiger Penner. Aber das wisst jetzt nur ihr. Marcel? Alter, was? Ja, was denn? Ich muss mich doch für den behinderten Spruch von vorne in der Gruppe revanchieren. Ist ja doch so gut. Ja, ey, wenn der Marc in der Gruppe wäre, ne? Ich glaube, der hätte es selber geschrieben. Ja, okay, ich habe schon mal die alte Steinbasis entdeckt. Und da Fackel am Baum. Mahaus. In der Mittelhof der Street. Mahaus. In der Mittelhofer Street. Mahaus. In deiner Mutter, ja, in deinem Bauch. Was ist denn David sein Lieblingssong? YMCA. Aha. Ja, was ist dein Lieblingssong? Because I'm a Gayfish, Gayfish. I'm a fucking Gayfish. Genau, von South Park. Nee, danke. Doch, irgendwie schon. Nee. Doch. Nein. 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 Doch. Doch. Nein. Doch. 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 Ich bin wieder bald der Aufdops und nehme mal schneller. So wie Schwarzeiche. Schwarzeiche? Hä? Brauchst du eine Schwarzeiche? Ja, wenn du was findest. Lol. Zwei fucking die Ich bin fertig mit meiner Zaun. Hey Tobi, bist du sicher, dass gestern Wrestling kam und nicht heute? Ja. Okay. Ey, welche Hurensohn stehen da hinten? Pixelcraft, hi. Ich hol grad Hühner. Hey, wink mir mal zu, hi. Hi. Schlucht fabriziert, Alter. Oh, Gravel brauche ich noch. Und einen neuen Eimer. Ihr wisst jetzt sicher, was kommt. Oh, nice. Sorry. I'm so sorry. Ja. Weil es einfach so ist. Hat jetzt jemand bei die Heften in der Hand gehabt? Ja, schon. Ich habe die ganze Zeit schon. Hast du sonst irgendwas in der Hand gehabt? Haha. Ja, mein PlayStation 4 Controller. Ja. Dong. Das erste deutsche Fernsehen. Was soll nicht das erste deutsche Fernsehen? Ach, schade. Alter, im Ernst jetzt. Nein, im Deadlift. Ach, du wirst halt beobachtet, ne? Oh, Scheiße. Ich werde gerade beobachtet. Ja. Von dir? Mhm. Das wusste ich gerade, habe ich recht. So komisch, wie du dich gerade umguckst. Sich mal ein bisschen nach links. Oder jetzt genau umdrehen. Beim nächsten Werbung. Wer kann die Bayern noch weiterbringen? Mann. Ja, hier bin ich. Hier am Steinturm. Hi. Kommt. Hey. Nein, du triffst mich hier nicht. Wink mit dem Schwert. Oh, der war eigentlich gar nicht, der war gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, kam ja auch von mir. Steinschwert. Bring ihn um und ich bring dich um. Hör mal auf jetzt, Mann. Was, ne? Steinschwert. Leute, ich wollte nicht gerade gar nicht Schwert wechseln. Hör mal auf jetzt, Mann. Ich hab nur noch 4 Herzen, du Bitch. Und jetzt? Jetzt? Was soll ich wegschmeißen? Loh, wie hoch du warst. Ja, geil. Und ich esse einfach so provokativen Goldapfel vor deiner Fresse. Hudi, Hudi, Hudi. Da rennt der Hudi weg. Wow, danke für den Boost. Das war ein guter Boost. Ja, weil der auch von Tobi kam. Das war doch meiner. Nein, halt's Maul. Ja, okay, danke André. Oh, jetzt habe ich Tobi den rumgeklaut.
Vor allem wie einfach ein Creeper bei dir im Haus rumläuft. Halt's mal. Scheiß läuft Creeper bei mir im Haus rum. Was laberst du, Alter? Ich geb meine Pfeile her, du Misset. Wieso? Ich seh doch einen Creeper. Immer im Haus. Ja. Ja, der meint dein Skin. Vollidiot. Oder einfach so flach. Oh, Alter. Du bist flacher als Dominik's Penis. Behinderer. Du bist flacher als Schulz Titten. Was? Ist das probier's nochmal. Probier's nochmal. Haha. Oh. Du bist flacher als Blocks Titten. Das ist eigentlich nur ein, das ist ein Zombie-Schutz. So. Aber die innere Tür geht immer. Komm mit, ich zeig dir die Schaltung. Komm mit, ich zeig dir echten Hasen. Achso. Hallo. Echt jetzt, Blatter wurde wieder gewählt? Alter, nee. Was? Der Blatter, ne, wurde wieder gewählt. Oh, okay, Deutschland ist schon mal nicht mehr in der WM. Ja. Genau. Jetzt, ja, jetzt sag mal. Was sag ich jetzt übrigens dein Hundefleisch? Ey, Tobi. Hm? Tobi, jetzt sagt der Blatter. FIFA-Boss-Blatter, warum sollte ich verhaftet werden, du Missgeburt, Alter? Was der Blatter, ne, sagt so, ich war nicht in den Skandal verwickelt. Nein, es war keine Korruption. In mir ist gerade ein Creeper explodiert. Ich sag die ganze Zeit, nein, warum soll ich verhaftet werden? Ich hab doch nichts gemacht. Nein, du hast dich nur bestechen lassen, du dumme Missgeburt. Der hat einfach zu viele Freunde. Wir müssen mal irgendwie. Oder zu viele zahlen. Sei mal kurz ruhig. Nö. Bestimmt nicht. Kann sowas von knicken. Blattgold. André, verpiss dich. Mach ja nix. Toll, in mir explodiert einfach schon wieder ein Creeper. Was in Indien? In mir. Genau, in Indien explodiert ein Creeper. Bang, das aber bisher her. Der muss wohl ganz schön in dir drin sein. Oh Gott, ist eine Hexe. Heute ist Session der Ekelwitze, der perversen Witze. Flachwitze. Jan Omi. Janomi. Was willst du denn jetzt mit dem? Jan Lendert, kein Ständer. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Du bist echt gut, ey. Weißt schon, was du falsch gemacht hast. Ja! Voll Idiot. Viel Spaß beim Rauspiepen. Ich piep das nicht raus. Okay. Mir ist wurscht. Ich hab grad statt Kfz, Kz-Steuern verstanden. Es ist. Ja. Soll ich dir was sagen? Der hat doch keinen Penis, das stimmt. Der Jan, ja. Jetzt suchen die Vorteile vom Morgen, nein. Ah, so Skelettfight. Oh, bitch fight, Alter! Jan Omi, die alte Omi. Ah. Ihr müsst wissen, Jan und Dominik sind Best Friends. Oh, meine Maus. Nein. Stimmt's, Dominik? Hm. Best Friends forever. Alter, ne, da. Tut mir leid, wenn ich das jetzt sag, aber der Flo, ne? Der will sich den krassesten Gamer-PC für 3000 Euro holen. Kann er vergessen. Er will. Ich klau das Ding und schmeiß aus dem Fenster. Er will sich einen Blu-ray-Player kaufen. Er will sich einen 4K-Fernseher kaufen. Und dann noch einen Führerschein machen. Und dann einen Führerschein sparen, einen Mofa-Führerschein. Dann will er, was weiß ich, noch ein geiles Handy kaufen. Warte mal, Florian, war das nicht der zu Hause seine Schranktüren ausreißt? Was? Was? Marcel, kennst du die Story? Das klang gerade so geil, oder? Nein. Hab ich dir die noch nie erzählt? Vielleicht erzählst du es im Jahr. Und vielleicht erinnere ich mich.
Tobi, erzähl mal. Also, ich war ja bei mit Florian im Beach-Manager-Team, ne? Und die waren dann mal bei uns, also seine ganze Familie war dann so bei uns, und das damit wir eben was für Beach-Manager vorbereiten und so, weißt schon. Ja. Und dann, ja, hat uns sein Vater eben über die Geschehnisse in der Familie aufgeklärt. Und dann, ja, ging es halt dann irgendwie so aus, dass der Vater dann erzählt hat, ja, er hat mal in der Küche telefoniert, und dann kam der Florian runter und wollte irgendwas wissen, ne? Und dann hat aber der Vater von Florian gesagt, ja, sei mal leise, ich telefoniere gerade. Und dann ist Florian halb ausgerastet und hat im Wohnzimmer dann voll einen Radau gemacht und hat dann rumgeschrien und so. Und dann ist der Vater hinüber, hat gesagt, du bist jetzt ruhig oder du kriegst Hausarrest. Oder irgendwie sowas war es, ne? Also der hat ihm irgendwie mit der Strafe gedroht oder sowas. Jedenfalls ist dann der Florian komplett ausgerastet, ist dann zu seinem Vater in die Küche und hat dem, also ich weiß nicht, ob die Story stimmt, ne, aber er hat dem mit beiden Händen richtig den Rücken quer runter gekratzt. Dann ist Florian in sein Zimmer gerannt und hat, also nee, zuerst hat der Vater sich dann gewehrt, also hat dann Florian so auf dem Boden und die Hände so hinter den Rücken, also so quasi Polizeigriff und so, weißt schon. Ah, ja. Und dann ist Florian irgendwie richtig deprimiert in sein Zimmer gerannt und hat oben in seinem Zimmer die Schranktüren aus den Schränken gerissen. Ich weiß nicht, ob der Vater jetzt diese Geschichte erfunden hat, aber er hat sie wirklich genau so erzählt. Dass Florian dann irgendwie richtig keine Ahnung war und dann in sein Zimmer ist ausgerastet, hat rumgeschrien und hat die Schranktüren ausgerissen. Ja, das klingt nach Florian, ganz ehrlich. Best Story ever, Alter. Ey, weißt du, wie oft meine Mutter oder mein Vater schon zu mir gesagt haben, sag mal kurz ruhig, ich telefonier grad. Weißt du, wie oft ihm das schon zu mir gesagt haben? Zu mir auch. Alter, das höre ich mir jedes Mal an, wenn die telefonieren. Wirklich jedes Mal. Alter, what the fuck, einfach nur. Alter, könnt ihr mal aufhören, meine fucking Tür zu kaputt zu machen? Schranktür? Nein, die machen einfach meine Haustür kaputt. Ja, fickt euch doch ins Knie, ne? Du Creeper, du kommst ja, ne? Dominik erzählt gerade über seine Hobbys. Nein, jetzt kommt noch so ein scheiß Baby-Zombie. Ja, ach, Burkina Faso, Mann! Japané. Alter Schwede. Hat jemand Kies von euch? Hallo, André. Hat jemand Achtung Kies hinter von dir, euch? Ne? Hat jemand Kies von euch? Hat ja. Jemand Kies von euch? Ja. Ich nicht. Kannst du mir Kies geben, Dominik? Kann grad nicht, ich bin beschäftigt, muss Farm wieder aufbauen, da Krieger zerstört hat. Und André ist gerade bei mir gewesen. Ja, André, hast du Kies? Ja, ich hab's zu Hause in meiner Truhe gelassen. Nice. Vor allem zu Hause. Ja, gut, ich hab vorhin deine Base gefunden. Mann! Weißt du was, André? Weißt du, worauf ich gerade Bock hab? Ich hab irgendwie Bock, dass du bei mir einziehst. Was? Wirklich? Ja, okay. Einfach so. Okay. Meinst du, es wird keine Probleme verursachen? Nein. Warum? Ich meine ja nur. Keine Ahnung, ich will mitbewohnen in meinem riesigen Haus. Mein Haus ist so riesig, da ist einfach nichts drin. Es ist einfach nur ein riesenschönes Haus. Ja, ich baue auch gerne große Häuser, aber keine Einrichtung dafür. Ja, dann zieh doch bei mir ein und bau irgendwo anders ein großes Haus. Keine Ahnung. Ohne Bilder von 100x100. Toll, Marcel, jetzt hast du die ganze Erde aus meinem Thron genommen, wo ich es jetzt brauche. Ja, du hast gesagt, du brauchst sie nicht. Also ja, hab ich es auch noch nicht gebraucht. Geil. Besperr dich mal einen Creeper. Hab ich auch. Ich hab noch ein bisschen Erde. Ich brauche ja gar nichts mehr, fehlt mir ab. Vielleicht baue das jetzt mit Koppel zu keinem. Nein, ist mir ja, gut, dann halt nicht. Das ist scheißegal, das ist scheißegal. Weißt du was, ich geh zum Dominik und hol mir das Kies ab. Danke, dass du mich abgeschossen hast, ne? Oh, danke. Boah, shut by. Nee, danke, reicht schon. Hey, da gibt's zurück. Also mir hat einer in den Kommentaren geschrieben, ich soll so weitermachen. Ja, finde ich cool, danke. Echt, in welchem Video? Part 25. Nee, so renne ich jetzt eigentlich hier hoch? Ah, fuck, ich kann's mir nicht merken. Weil du da oben die Aussicht genießen willst? Ja, vor allem, weil ich da schon hier oben also hier auf den Turm hochgerannt bin und da vorne auch. Der Gruß, ich hab vorhin.